Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist Mars Let's Play und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Sherlock Holmes The Devil's Daughter Walkthrough. Wir sind im dritten Teil von Fall 1 und das ist nun der letzte Teil vom ersten Fall. Ihr findet euch mit Sherlock in einer sehr brenzlichen Lage wieder, denn ihr werdet verfolgt. Nun geht es darum, eurem Angreifer zu entkommen. Und zwar, wenn ihr die Linie des Schusses seht, versucht ihr immer nach links oder nach rechts zu laufen, um diesem Schuss auszuweichen. Ihr solltet auch versuchen, mit Sherlock, egal wie schnell der bei dieser Leiste da oben auf euch zukommt, so oft wie möglich hinter einer Deckung Schutz suchen, da er, wenn die Sprintleiste leer ist, er ein bisschen länger wieder braucht, um wieder zu sprinten, und dann werdet ihr sehr, sehr langsam. Wie ihr sehen könnt, ich schaffe es auch nicht, jedem Schuss auszuweichen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Ihr müsst nicht jedem Schuss ausweichen. Hier müsst ihr euch nun entscheiden, wo ihr langlauft, links oder rechts. Entscheidet ihr euch falsch, werdet ihr sterben. Dass ihr euch hier nicht treffen lassen müsst, ich weiß nicht, ob es eine Trophäe dafür gibt, wenn ihr da durchkommt, ohne getroffen zu werden, da ich das Spiel aufnehme, bevor die Trophäenliste released wurde. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, was es für Trophäen in diesem Spiel gibt, außer natürlich die, die ich erhalten habe. Und da ich habe das jetzt zweimal durchgespielt, den ersten Fall, da habe ich mich leider immer mindestens einmal treffen lassen. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es dafür eine Trophäe oder ein Achievement gibt. Sobald die Trophäenliste released ist, werde ich das natürlich nachtragen, sollte es dafür ein Achievement oder eine Trophäe geben. Er war arm. Dieser Mann ist noch nicht lange tot. Die Leiche ist noch warm. Sucht ihn, Jungs, sucht! Sobald ihr an dieser Stelle hier angelangt seid, bei mir hat das jetzt gerade ein bisschen rumgebackt leider, mit RB könnt ihr euch den Weg anzeigen lassen. Dieser Weg verschwindet wieder, sobald ihr loslauft. Das heißt, ihr sucht euch so oft wie möglich immer wieder eine Deckung, guckt euch mit RB wieder den Weg an und setzt euren Weg fort. Solltet ihr vom Weg einmal abkommen, dann merkt ihr das, und zwar wird Sherlock dann ein kleines Stückchen untergehen. Solltet ihr das merken, versucht ganz leicht wieder nach links oder nach rechts euren
Stick zu bewegen, dass ihr wieder auf den Pfad kommt. Ansonsten geht ihr unter und ihr fangt dann wieder bei dem Moor an und müsst dann da wieder durchlaufen. Ihr solltet auch versuchen, euch so oft wie möglich auf der linken Seite zu halten, da ihr auf der linken Seite aus diesem Moor auch wieder hinauskommen müsst. Sie kommt nicht weit! Der Mann ist an einem Kopfschuss gestorben. Mein Gott, das ist Lord Harrington. Mein Zustand verschlechtert sich rapide. Ich muss mich um meine Wunde kümmern. Der Quartermain Club. Das hier muss Lord Marshs Hütte sein. Das hilft mir mit meiner Wunde. Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Durchatmen, Lord Marsh. Es ist fast vorbei. Wer sind Sie? George Hurst, 1. Lovett Scots Regiment. Hier, um Sie zu richten. Ein alter Soldat, welch Ironie. Haben wir Sie etwa bei unserem Programm abgelehnt? Ja, denn ein alter, verwundeter Soldat ist nutzlos für Sie. Er kann aber noch gefährlich werden. Wir haben hier oft gejagt, aber ich habe mich selbst nie als Beute gesehen. Ich habe ein tolles Leben. Ohne Einmischung anderer gelebt und werde glücklich sterben. Daher bettle ich nicht um mein Leben, Sie miese Kleine. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet. Seid ihr hier angelangt, könnt ihr noch einmal die Herleitung öffnen. Und nun geht es daran, den Mörder zu fassen. Und zwar verbindet ihr Rache und Mordgedanken und dort wählt ihr aus Rache.
Und dann wählt ihr aus Lord Harringtons Leiche und Leiche eines Armen. Dann bekommt ihr Hursts macht Jagd oder Lords machen Jagd und ihr wählt aus, die Lords machen Jagd. Und so findet ihr den Mörder Lord Marsh Jagd Menschen. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Gnade für ihn wollt oder nicht. Ich habe gewählt, keine Gnade für Lord Marsh. Runter mit der Waffe, um Toms Willen. Holmes? Ein beinahe würdiger Gegner. Tom? Mein Tom? Wenn Sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben, bringe ich Sie um. Glauben Sie mir, Tom ist wohlauf in London bei einem guten Freund. Setzen wir jetzt dem Ganzen ein Ende. Nur zu gerne. Hören Sie, George, wenn Sie Marsh töten, bekommt er, was er will. Und keine angemessene Strafe. Und Sie keine Vergeltung. Er würde in dem Wissen sterben, dass er sein gesamtes Leben lang die absolute Kontrolle hatte. Lebt er aber weiter und wird verhaftet, wird seine Strafe viel schlimmer ausfallen als das, was Sie oder ich ihm antun könnten. Die Tuberkulose wird dann den Rest seines Lebens beherrschen. Sie wird ihn hinter Gittern langsam und schmerzvoll in den Tod treiben. Sie sind beide wahnsinnig. Lassen Sie uns zu Tom gehen. Noch nicht. Lord Marsh, Sie werden hier sterben, aber nicht durch eine Kugel. Sie werden langsam sterben. Tun Sie das nicht, George. Sehen Sie sich das hier an. So wurden Sie also krank, Lord Marsh. Beim Enthaupten Ihrer tuberkulosekranken Opfer steckten Sie sich an. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Holmes, Sie verstehen nicht, warum wir so vielen halfen und einige wenige opferten. Aber lassen Sie mich nicht so sterben. Töten Sie mich! Hier könnt ihr euch nun nochmal entscheiden, ob ihr Marsh erschießt, Hurst erschießt oder nichts tut. Ich habe mich dazu entschieden, nichts zu tun. Mr. Hurst, Sie haben bereits Lord Harrington und so hoffe ich Lord Collins und Dr. Fisher brutal zur Strecke gebracht. Angesichts dessen können Sie nun auch Lord Marsh umbringen und dem Quartermain Club ein für alle Mal ein Ende machen. Damit endet der erste Fall Jagdgründe. Und wie ihr hier sehen könnt, keine Gnade für Lord Marsh und gefundene Hinweise 18 von 18. Es ist alles grün erleuchtet. Das heißt, wir haben alles in diesem ersten Fall gefunden. Es war ein sehr, sehr schöner Auftakt von Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Es war ein sehr schöner Fall. Mir gefallen auch die neuen Action-Passagen, die mit dem neuen Sherlock Holmes-Spiel gekommen sind. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Walkthrough hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Fall von Sherlock Holmes The Devil's Daughter wieder. Bis dahin, ciao!